Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin das Reiter und wir haben eine Vorschau, die Nummer 2 von Voxel Tycoon. Und ja, wir können da fortsetzen, wir hatten 3 LKW letztes Mal gemacht und wir müssen gucken, dass wir noch einen Kredit abbezahlen und schauen, dass wir da weiter vorankommen. Das machen wir dann und ich lade nochmal das Spiel, während ihr das Intro anschaut. Bis gleich. So, da sind wir drin im Spiel und ja, da fahren die LKWs auch schon. Melderichstadt haben wir hier was gemacht. Forschung läuft auch. Ich weiß gar nicht, kann man da was sehen? 12 von 45, das dauert noch eine Weile, bis wir da weiterkommen. WSD ist das hier? Ja, WSD war das. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir natürlich hier noch ein bisschen was ausbauen vielleicht. Nachfrage 0, im Lager 0. Holz ist schrecklich. Versorgung des Unternehmensbedarf mit der erforderlichen Menge an Güter, um ihn im Laufen zu halten. Es ist wichtig, den Unternehmensbedarf nicht zu überversorgen, da sonst der Preis sinkt. Ja, müssen wir nochmal gucken, ne? Ist das jetzt sinnig, da noch einen LKW hinzuschicken zum Beispiel? Melderichstadt, Bevölkerung 187, Gebäude. So, wir haben einen Deal. Industriegebäude hat die erste Lieferung Holz erhalten. Ah, okay. Ah, Nachfrage 5 von 120 im Lager 0. Das bedeutet, damals hat er erst was hingebracht, ne? Und Statistiken, Fracht angeliefert 5, Geld verdient 1035, okay. Ich denke, wir sollten dann mal ein paar LKWs da ins Land rufen, kann das sein? Hier hatten wir noch einen Teil, das ist die Kohlegeschichte, da haben wir 15 Nachfrage. Im Lager haben die 5. Okay, gibt es denn noch hier was? Hier war das ja, wo wir das Holz herkriegen. Hier ist die Garage. Hier unten ist die Kohle. Hatten wir denn im Tutorial noch was? Ich glaube nicht, ne? Erste Schritte, lerne, wie du den Bau von Ressourcen beginnst, diese. Habe ich abgeschlossen. Ne, dann haben wir da nichts. Das heißt, wir müssen Kohle machen. Scheffeln, scheffeln, nochmal scheffeln. Lass mal nochmal hier reingucken. Wir haben 233 Miese letzten Monat gemacht. Aktuelle Monat haben wir 90 Miese gemacht, aber wir machen nur 5 plus. Wo kommt das viele Negative her? Forschung ist zu teuer, oder wie sehe ich das? Sollen wir uns vielleicht nicht leisten, ne? Warum blinkt das rot? Hauptquartier. Aha, baue ein Hauptquartier nahe einer Ortschaft an der Wahl, um den Verkauf an lokale Kunden profitabler zu machen. Die Preise werden erhöht, aber nur für Kunden von dieser Ortschaft. Du kannst nur ein Hauptquartier bauen, welches später nicht mehr verschoben werden kann. Besuche dieses Fenster, um eine Übersicht über die Firmenleistung zu bekommen und das Hauptquartier auszubauen, um die Gewinne aus dem Verkauf noch weiter zu steigern. Will ich jetzt gerade nicht bauen. Ich müsste mal gerade erstmal gucken, wo ist denn hier... Ich kann hier sowieso nicht so weit, ne? Ach so, die Städte nebenan sind wahrscheinlich Pößneck, Bad Düben, Heubach ist noch da. Wahrscheinlich kann ich nicht andere. 212 Gefräß. 209, okay. Können wir denn mit Dingens vielleicht was machen? Sag schon mit Lagerhäuser, Verarbeitung. Nee, ich brauche mal Dingens. Terminals. Güterbahn, doppelte Bushaltestelle, Bushaltestelle. Oh, 13.000 kostet eine Bushaltestelle, ist ja richtig Asche, wa? Aber auf der anderen Seite, wie wir sehen, würden wir dadurch natürlich ganz schön was anbinden, ne? Man könnte natürlich auch so einen Ort erstmal... Und dann, ja, Rotation war er, oder? Ja. Also geht gar nicht dran. Da geht es dann hinzubauen, okay. Ja. Ach so, eine vorhandene Straße kann man dann nicht damit einbauen. Doch, da geht's.
Ah, ist ja interessant, dass er das nicht so einfach so macht, wie ich mir das vorstelle, ne? Ach so, da geht's dann. Nee, nicht wirklich. Ja, eigentlich kann man so eine Bushaltestelle doch auch irgendwo reinplanen, ne? Ah, da geht's. Und das ist sogar ziemlich abgedeckt. Das wäre natürlich cool, oder? 13.000 ist natürlich eine Menge, ne? Kriege ich da auch eine Doppelte hin? Kriege ich auch eine Doppelte hin? Ich weiß nicht, was da abgerissen werden muss, aber würde ich jetzt mal so zentral da machen, ne? Wow. Kriege ich das Ganze hier auch noch mal hin, ist die Frage. Da nicht. Da auch nicht. Da war gerade was. Dann fällt aber das Haus da weg. Aber ich würde sehr viel hier abdecken, ne? Oh, das kostet mich dann richtig Asche, weil ich die Häuser abreißen muss. Hast du gesehen? Habt ihr gesehen? Kann hier nicht gebaut werden. Das kostet richtig Geld, wenn du was abreißen musst. Okay. Schade, dass man es hier nicht bauen kann an der Kreuzung. Oder hier? Na, da ist schon wieder 42.000 dann. Man müsste dann wissen, dass die Stadt hier so hinwächst, ne? Aber dann Haus weg und teuer. Teuer. Also wir haben da oben jetzt die Haltestelle reingebaut, ne? Statt der. Haben wir denn noch eine Stadt? Hier haben wir noch eine Stadt. Und die macht uns hier gerade auch ein schickes Angebot für. Wir bauen da was, oder? Schade, wäre schön gewesen, weil sah so aus, als ob es hier gehen könnte. Ja, kostet nur 34.000 da reinzubauen, ne? Schade. Das wäre ihr Preis gewesen. Weiter rauszoomen. Kriege ich denn noch eine zweite Stadt hier angebunden? Wo ist denn noch eine? Ne, hier sind nur diese, die ich gerade schon ausgewählt habe, ne? Vielleicht kann man da nur eine Seite bauen dann. Und kostet 13.000. Würde ich jetzt favorisieren, das da einfach mal reinzubauen, ne? Und da auch noch mal. Ne, hier oben war es. Heubach auch 13.000. Dann drehe ich die Kiste hier noch mal. Geht da leider nicht hin. Da auch nicht. Ach so, da ist eine Rampe, deswegen geht das so schlecht da. Zu teuer. Hier ist schon keine schlechte Abdeckung. Nehmen wir erstmal. So, jetzt kommt es dann, dass ich noch Straßen bauen muss, die wahrscheinlich zu teuer sind, aber ich baue sie einfach mal. Die schließe ich mal da an. Okay. Die schließe ich da an. Und wo muss ich noch hin? Hier muss ich auch noch hin. So. Jetzt habe ich alle Städte, die ich hier auf der Karte habe, angeschlossen und muss jetzt nur noch einen Bus haben, ne? Hier befinden sich keine Fahrzeuge. Gut. Das ist eine Garage und nicht. Aha. Bus. Kaufe ich. Bus. Habe ich. Fahrplan. Halt hinzufügen.
Ich weiß gar nicht, ob hier auch Mitarbeiter an der Stelle stehen, ne? Könnte sein, ne? Okay, das haben wir rausgefunden, dass das gut ist. Halt hinzufügen. Transfer. Er fährt wieder zurück. Kommen wieder hier lang. Wo ist die Haltestelle? Achso, müssen wir erst wieder hinzufügen klicken, ne? Nochmal. Transfer. Er fährt hierhin. Wieder hier Transfer. Ja, das Kästchen ist jetzt zu klein schon bald. Fährt hierhin. Transfer. Halt hinzufügen, weil wir fahren ja dann wieder zurück. Hierhin. Transfer. Und dann wären wir wieder hier in Melderichstadt Transfer, ne? Da fängt sie wieder vorne an. Und lassen ihn fahren und gucken, was wir für Geld verdienen. Ich habe keine Ahnung, ob wir Geld damit verdienen, aber wir werden es ausprobieren. Kann ich das hier irgendwo sehen? Details. Okay, da sieht man, dass er 3 Tonnen wiegt. Wow. Betriebskosten 58%, Länge 11 Meter. Beschleunigung 1 Sekunde. Maximale Geschwindigkeit. Statistiken. Fracht angeliefert. Kann ich hier irgendwo? Ja, da bestimmt mitfahren. Oh, ganz krass. Okay, dann fahren wir richtig mit, ne? Garage können wir zumachen. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist es wieder so, ne? Ja, okay. Fahrzeug folgen reicht mir erstmal, ne? Sehe ich wen an der Bushaltestelle? Fracht wurde angeliefert? Nein, wurde nicht angeliefert. Steigt auch keiner an. Kann ich irgendwo sehen, wie viel drinne sind? Fahrer ist Anton Fröhlich. Cool, oder? Kostet Geld, verdient aber nichts. Details. Steht hier irgendwo, kann man hier irgendwo sehen? Der wendet in einer Straße am Ende. Er kann nicht mitten auf der Straße wenden. Sehr interessant. Naja, ist dann halt so. Hier oben gibt es eine Glocke. Wir haben einen Deal. Heizkraftwerk der Erstlieferung Kohle erhalten. Wir haben einen Deal. Industriegebäude der Erstlieferung Holz erhalten. Okay. Gut. Ich hoffe, die Deals laufen und bringen uns Geld. Nochmal da. Ja, Tutorial war schon durch, ne? Irgendwie habe ich aus Versehen irgendwo hingeklickt, oder wie ist das? Schneller geht hier. Und jetzt ist er da, an dem halt. Kann ich irgendwo sehen, dass er Passagiere dabei nimmt. 230 hat er gerade irgendwie verdient. Fracht angeliefert 4. Ach, es sind irgendwo welche eingestiegen, ne? Ich weiß leider noch nicht wo. Glöckchen macht nichts. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie wir reingehen. Müssen wir auch mal schauen. Aber ich mache erstmal jetzt hier die Tour gerade. Bis zur nächsten Haltestelle hier in Melderichstadt. Da ist nichts hochgegangen. Also da war nichts mit Geld verdienen. Wird entladen. 457 hat das gerade gebracht. Also er tut seine Betriebskosten schon mal decken, weil er mehr Geld verdient hat wie Betriebskosten. Okay. Lass es ruhig schneller laufen. Forschung abgeschlossen. Jetzt kommen wir nach Grefres West. Muss er erst drehen, um dann die Fahrgäste rauszulassen. Ist aber auch nicht schlimm. Es wird eher schlimm, ne? Wenn die Endhalt weit weg ist. Fracht angeliefert, 295. So, was sagt uns die Forschung?
Forschung abgeschlossen. Neue Forschung starten. Okay. Da gibt es einfache Fabriken mit Förderbändern, ne? Eisenverhütung. Verbrennungsmotoren, Fertigung 2. Was benötigen die denn? Zeit, Geld und Eisenbahn. Bergbau braucht Sandgrube, Steinbruch oder Kupfermine. Bergbau 1 ist eine Eisenmine, eine Kohlemine und ein Sägewerk. Okay, das haben wir aber schon alles hier, ne? Ja, die Grundlagenforschung hier, die wäre jetzt ne, Fertigung. Was macht man da? Verbinder, Förderbänder, Förderbrücke, Untergrund, Förderband. Ich würde jetzt mal die Holzverarbeitung dann als nächsten Punkt sehen. Kreissäge, Holzträger, Holzbretter. Lass uns da mal die Forschung starten, oder? Labor läuft. 0 von 55. Holzverarbeitung. So, wie läuft's Geschäft? Das ist die Frage. Wir haben noch 52.000, machen gerade mal 13.000 Miese. Wir haben eine Benachrichtigung. Ach so, das war die Fertigung, die abgeschlossen ist. So, jetzt müsste man gucken, wo die einfache Fertigung ist, ne? Ressourcengewinnung, Lagerhäuser, Verarbeitung, Labore. Wahrscheinlich Verarbeitung. Es gibt noch nichts zu bauen. Okay, das war es dann nicht. Das ist alles alt. Oh, wir können ja auch Eisenbahn bauen, ne? Haben wir auch noch nicht. Förderband. Okay. Hier ist Geländebearbeitung. Objektinformationen und Abreißen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann müssen wir uns dann in der nächsten Geschichte dann hier, achso, es gibt ja noch nichts, drum kümmern, was wir da weitermachen können. Ne, das war es nicht. Wo wollte ich hin? Stationen. Ja, die Eisenbahn, ne? Die wird's wahrscheinlich dann irgendwann rausreißen, ne? Ressourcengewinnung. Haben wir alles schon gesehen. Lagerhäuser. Ja, wüsste ich jetzt nicht, dass wir das direkt brauchen. Verarbeitung ist noch nichts. Labor haben wir schon. Da müssen wir gucken, dass wir da als nächstes dann hier uns um weitere Dinge kümmern. So, das ist hier unser Fahrzeug. Achso, Details. Statistiken. Er verdient Geld. Ja, gut Geld. Er liefert auf jeden Fall Fracht ab. Anton macht das schon richtig, wie er da durch die Gegend fährt. So, hier müssen wir, jetzt habe ich gefräst. Ach so, Stadtübersicht gibt es auch. Wirtschaft, Nachfrage 1 von 1, Passagiere 10 von 30. Okay, wir haben eine Abdeckung, die 3, ein Drittel ist. Das ist ja schon mal hier zu sehen, aber es ist schlecht, aber es ist, ja, was machbar. Gut, dann, was ist hiermit? Da hatte ich auch angeklickt. Holz, die kriegen Nachfrage 1 von 1, ist schrecklich. Kriegen noch kein Holz wahrscheinlich. Da würden wir uns dann auch in der nächsten Folge vielleicht darum kümmern, dass die Holz kriegen. Und zwar von hier oben irgendwo. Ich glaube, hier rechts war es Holz, ne? Ja, da müssen wir mal schauen, was möglich ist. Ja. 58 Holz zum Verladen sind noch da. Das heißt, wir müssen gucken, was wir da weiter vorantreiben können. Ja, es gibt noch keine neuen Fahrzeuge, ne? Da müssen wir schauen, dass da vielleicht auch was besser wird mit der Forschung. Da gucken wir nächstes Mal rein. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.